Wir haben da so eine wunderbare Animation, das Animale gibt es doch gar nicht. Warum ist denn Gold nochmal so begehrt? Gold ist rar, Gold ist endlich, super, super endlich. Wissen Sie, wie viel Gold es gibt auf der Welt? Es ist weniger. Garantiert überschreitet. Es ist so wenig, aufgepasst. Rein in Stadion zum Beispiel von Kaiserslautern. Das ist alles Gold der Welt. Ein Würfel mit 20 Metern Kantenlänge. Mehr Gold gibt es auf der Welt nicht. Und es ist beileibe nahezu alles Gold geschürft. Es gibt noch ein bisschen was im Meerwasser und so weiter. Nahezu unmöglich, das herauszufiltern. Herr Repper, vor über 5000 Jahren haben das die Menschen schon entdeckt. Ja, es rostet nicht, es glänzt immer schön. Das Material, liebe Zuschauer, war immer faszinierend. Die Faszination ist bis heute geblieben. Aber lassen Sie sich noch mal die Zahl auf der Zunge zergehen. Wir reden jetzt von jedem Schmuckstück auf der Welt, von jedem Barren in Fort Knox, von jedem Besteck, von jedem Zahngold, von jedem Ehering, jedem Münze, geschmolzen auf einen Haufen. Alles, was in den letzten 5000 Jahren geschürft und gefunden wurde, gibt einen Würfel von nur 20 auf 20 Metern.